raffiniert, elegant und nicht selten skurril. Sie waren oft düster und voll Bissigkeit und gleichzeitig so sonderbar leicht. Der Look dieser Filme ist bis heute unik, was mich zuletzt an den grandiosen Darstellern liegt. War man nicht unbedingt das, was man schön nennt, pardon. Und einer von denen hieß Jean-Louis Trintignant. Komm, lass uns doch heute mal ins Kino gehen. Komm, lass uns einen alten französischen Film ansehen. Einen Film mit dem Akteur élégant Trintignant. Komm, lass uns doch heute mal ins Kino gehen. Jean-Louis Trintignant, ganz gleich, ob er hier den kaltblütigen Killer gibt oder sich dort ruinös in Brigitte Bardot verliebt. Seine Visage ist Geheimnis und Raffinement, und das ist so faszinierend an Jean-Louis Trintignant. Komm, lass uns doch heute mal ins Kino gehen. Komm, lass uns den alten französischen Film ansehen. Ein Film mit einem Akteur élégant, Trintignant. Komm, lass uns doch heute mal ins Kino gehen. Jean-Louis Trintignant. Ich weiß ja, dass dich diese Filme deprimieren. Die Möbel, die Kleidung, die Farben, all das kann man schlecht ignorieren. Doch auch dieser Muff ist Teil der Atmosphäre und muss sein. Ach komm, sei nicht stur, ich lade dich auch zum Essen ein. Trintignant, komm, lass uns auch heute mal ins Kino gehen. Komm, lass uns einen alten französischen Film ansehen. Ich weiß, ich bin sentimental, mir egal, dann lass uns auch heute mal ins Kino gehen. Jean-Louis Trintignant, komm, lass uns doch heute mal ins Kino gehen. Komm, lass uns den alten französischen Film ansehen. Heute mal ins Kino gehen.